Das Hammermacher-Magazin zum ersten Mal auf der Bildungsmesse in Hamm, hier in den Zentralhallen. Die Bildungsmesse hat sich zur größten Messe unserer Stadt entwickelt. Geschäftsführer der Zentralhallen, wo die Bildungsmesse zu finden ist und ohne Ende was los ist heute, überall junge Leute, ist Dr. Alexander Tillmann. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Erfolg. Und ich habe gehört, dass die Nachfrage, sich hier präsentieren zu dürfen, sogar größer ist als das, was die Zentralhallen hergibt. Es ist in der Tat so, die Bildungsmesse hat sich zu einer Erfolgsgeschichte in den letzten 8 Jahren entwickelt, mit der wir selber so nicht gerechnet hätten. Unterdessen ist es so, dass wir mehr Nachfragen nach Standflächen haben, als wir bedienen können, sodass wir einige Aussteller schon aufs nächste Jahr vertrösten mussten. Das zeigt auch, welche Strahlkraft die Bildungsmesse unterdessen über die Grenzen Hamms hinaus hat. Ja. Man sieht hier viele Einrichtungen, Firmen, Betriebe, Schulen, Hochschulen, die sich hier sehr offen zeigen und unbedingt junge Leute für sich öffnen möchten, junge Leute ansprechen möchten, weil offenbar Fachkräftemangel ist. Man möchte junge Leute erreichen und man sieht hier ganz verrückte Sachen, zum Beispiel an der Bauindustrie, da fliegen die Fetzen sozusagen. Da ist nicht nur ein Papier zu sehen, sondern da passiert wirklich was. Man will junge Leute erreichen. Ist das das Erfolgsgeheimnis? Also was mich beeindruckt ist, dass die Aussteller offenbar verstanden haben, dass es wichtig ist, hier an den Ausstellungsständen junge Leute zu haben, damit man mit den potenziellen Auszubildenden auf Augenhöhe kommunizieren kann. Das kommt sehr gut an. Anzugträger sind auch wichtig, aber viel wichtiger ist, dass man sich auf Augenhöhe mit den jungen Menschen unterhalten kann und so auch Hemmschwellen abbaut. Und die jungen Menschen, die hier hinkommen, ja, für die ist es hier die beste Gelegenheit, zum Beispiel ein Praktikum für sich ausfindig zu machen. Also wir haben eine ganz breite Palette hier. Wir haben ja über 90 Aussteller an Praktikumsplätzen, an Ausbildungsplätzen, an Studienplätzen, dualen Studiengängen. Für jeden müsste hier ein passendes Angebot vorhanden sein. Jetzt ist die Eigeninitiative der jungen Menschen gefordert, für sich das Passende rauszufinden und so den Einstieg ins spätere Berufsleben vorzubereiten. Heute ist der Tag der Schüler. Morgen kommen Studenten. Wer ist morgen gefragt? Was wird morgen geboten? Also der Freitag ist traditionell der Tag, an dem Klassenverbände eine erste Orientierung für sich vornehmen. Morgen kommen auch noch mal etliche Schülerinnen und Schüler, dann aber mit ihren Eltern und gehen ganz gezielt zu dem einen oder anderen Aussteller, geben auch ihre Bewerbungsmappen mitunter schon ab und orientieren sich weiter. Morgen findet auch das sogenannte Speed Dating statt, das von der Wirtschaftsförderung in Kooperation mit den beiden Hammer Hochschulen durchgeführt wird. Da haben Studierende die Möglichkeit, mit insgesamt 18 Institutionen und Unternehmen ins Gespräch zu kommen und möglicherweise so auch schon den Einstieg ins Berufsleben zu schaffen. Ich möchte jetzt mit Ihnen zusammen einen Blick über den Tellerrand wagen auf die Zukunft. Ein Zukunftsforscher sagte in dieser Woche in Hamm, jeder Beruf wird sich in den nächsten Jahren massiv verändern. Oh, hoppla, sage ich, das ist auch Bedarf für Umschulung, Weiterbildung. Könnte das, was nicht nur Berufsanfänger brauchen, sondern auch im Beruf Stehende brauchen, an Weiterbildung und Umschulung ein Thema sein, möglicherweise sogar für eine zweite eigene Bildungsmesse hier in den Zentralhallen? Also in der Tat ist es so, dass die Weiterbildungsträger Mitinitiatoren der Bildungsmesse gewesen sind. Und wir haben etwa bei dieser Bildungsmesse im Boulevard der Weiterbildung 17 Weiterbildungsträger, die sich hier mit ihren Angeboten präsentieren. Also ein ganz großer Block, sodass wir diesen Bereich schon im Rahmen der jetzigen Bildungsmesse nicht nur zu den Themen Ausbildung, Studium und Beruf, sondern auch zum Thema Weiterbildung mit abbilden. Ist also da, ist alle Ansprüche werden befriedigt hier. Sie haben sich so breit aufgestellt, dass es faszinierend ist. Wohin geht die Reise? Was erwarten Sie von der Zukunft, vom Thema Bildung? Bildung verändert sich, die Anforderungen verändern sich, Fachkräftemangel ist ein Stichwort. Es wird zukünftig nach meiner Einschätzung eher ein Arbeitnehmermarkt denn ein Arbeitgebermarkt sein. Also die Arbeitnehmer können sich eher aussuchen, zu welchen Unternehmen sie gehen können. Die Unternehmen suchen händeringend nach qualifizierten, engagierten jungen Menschen. Und ich denke, in diese Richtung wird es zukünftig gehen, dass die Unternehmen noch gezielter sich ihre Mitarbeiter aussuchen, aber auch die jungen Leute noch gezielter sich das Unternehmen aussuchen, in dem sie später beruflich tätig sein wollen. Vielen Dank, Dr. Tillmann. Ganz gerne.